Hallo und herzlich willkommen zu den Vienna Awards for Fashion and Lifestyle 2020. Mein Name ist Barbara Meyer und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch diese doch sehr außergewöhnliche Preisverleihung führen darf. Ja, wir leben momentan ja in sehr verrückten und turbulenten Zeiten und vor allem die Kunstschaffenden und die Künstler leiden besonders unter diesen schwierigen Lockdown-Voraussetzungen. Und ich finde es besonders toll, dass Glam Communications wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit diese Preisverleihung heute hier so stattfinden kann. Ich finde es besonders wichtig, dass gerade in dieser Zeit wir allen Künstlern und Kulturschaffenden zeigen, dass wir sie brauchen, wie wichtig sie für unsere Gesellschaft sind und dass wir sie wertschätzen. Und dass wir sie gerade in dieser Zeit manchmal auch ein wenig vermissen. Und dafür haben wir heute genau diesen Preis, um Ihnen zu zeigen, wie sehr wir Ihre Arbeit schätzen und wie sehr wir sie würdigen. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr schon mal hier bei der Gala, bei den Vienna Awards, weil ich einen Preis für Fair Fashion bekommen habe. Und es war wirklich eine fulminante Gala. Es war unglaublich schön in diesem wunderschönen Wien mit einem schier endlos langen Laufsteg, einer wundervollen Modenschau, tollen Gesprächen, viel Essen. Das alles haben wir ja dieses Jahr leider nicht. Aber in Zeiten wie diesen haben wir einen neuen Weg gefunden, diese Gala diesmal ein wenig digitaler als letztes Mal zu gestalten. Und ich freue mich schon sehr darauf, weil die Gala wird mindestens genauso funkeln wie in den letzten Jahren zuvor. Die Initiatoren haben uns eine ganz tolle Botschaft mit auf den Weg gegeben, die ich Ihnen gerne noch übermitteln möchte. Kunst liebt Freiheit. Kunst schafft Raum. Kunst kennt keine Grenzen. Und wir alle brauchen sie, die Kunst. Denn sie ist die globale Sprache unserer Seele. Und wir werden sie auch weiterhin festhalten. Jetzt erst recht. Denn ohne Kunst erstickt die Welt in Atemlosigkeit. Mit dieser wundervollen Botschaft, mit diesen schönen Gedanken, darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen zu den Vienna Awards 2020. Wir kommen auch schon zu unserem ersten Highlight. Man sagt ja, Tanzen ist ein Gespräch zwischen Körper und Seele. Es gibt aber nur sehr, sehr wenige Menschen, die diese Sprache wirklich wie eine Muttersprache sprechen können. Unsere nächste Künstlerin, die kann das auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie ist nicht nur eine wundervolle Balletttänzerin, sondern sie hat auch unglaublich schöne Modekreationen entworfen. Und das Besondere bei ihr ist die Art und Weise, wie sie diese Kreationen den Menschen zugänglich macht und zeigt. Für die Kunst- und Kulturstadt Wien hat sie sich 6 verschiedene Outfits ausgedacht, die die 6 Farben des Regenbogens symbolisieren sollen. Sie ist mit diesen Outfits durch ganz Wien gereist und hat an 6 verschiedenen Orten diese Outfits tänzerisch dargestellt. Ich bin schon sehr gespannt auf diese wundervolle Kombination zwischen Mode und Tanz. Und ich bin auch sehr gespannt, welche Orte in Wien gewählt wurden, weil dieses Video soll Ihnen jetzt zeigen, wie facettenreich, bunt und wunderschön Wien ist. Viel Spaß mit dem Eröffnungsakt der Vienna Awards for Fashion and Lifestyle 2020, Eminat.
Wow, bei diesen Bildern bekomme ich tatsächlich auch Lust, das nächste Mal über den Laufsteg zu tanzen. Aber ich glaube, bis es soweit ist, muss ich noch ein bisschen üben und ich beschränke mich erstmal auf den Catwalk und auf das Gehen. Aber da wir gerade schon bei dem Thema Laufsteg und Modeln sind, können wir auch direkt in unsere erste Kategorie einsteigen, Model of the Year. Ja, der Modeljob ist ja einer der beliebtesten Jobs in der Fashionbranche. Die allerwenigsten wissen aber, was dahinter wirklich für einen Knochenjob und für eine sehr schwere, harte Arbeit steckt. Man reist das ganze Jahr sehr allein und einsam um die Welt. Man lebt quasi aus dem Koffer, läuft zu unzähligen Castings, bekommt sehr viel Ablehnung und Abweisung und muss am Ende immer noch irgendwie gute Laune behalten, während man natürlich gleichzeitig auch noch auf seinen Körper achten muss, um in Shape zu bleiben. Also es ist sehr kompliziert und sehr schwierig, teilweise körperlich, aber auch seelisch. Es gibt aber viele junge Frauen, die es tatsächlich schaffen, diese ganzen Hindernisse zu überwinden und die ihren Traummodel zu sein ausleben können. Aus dieser Masse heraus stechen ab und zu ein paar ganz besondere Persönlichkeiten, genauso wie unser Model of the Year. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach unglaubliche Disziplin hat und wahnsinnige ansteckende Leidenschaft für ihren Job. Aber für diese Laudatio haben wir uns natürlich auch eine ganz besondere Frau ausgesucht, die den Preis heute überreichen darf. Sie ist nicht nur Moderatorin, sondern sie ist auch Jurymitglied in einer der beliebtesten TV-Shows in Österreich, The Masked Singer. Bei mir ist Sasa Schwarzjirk. Hallo! Vielen lieben Dank und wenn ich das sagen darf, du siehst bombastisch aus. Also mein Preis für das beste Outfit geht hiermit an Barbara Mayer. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Dankeschön, Dankeschön. Du, sag mal, du hast ja auch schon mal ein bisschen in die Modelwelt hineingeschnuppert. Du warst viele Jahre das Kampagnengesicht von Bipa und von IT Cosmetics. Wie gefällt dir denn der Modeljob? Wäre das auch was für dich auf Dauer oder bist du froh, bei der Moderation zu sein? Also ich muss sagen, dass ich schon besser darin bin, zu sprechen, als gut auszusehen. Ich habe das in New York gemerkt beim IT Cosmetics Kampagnen-Shooting. Ich fand das viel anstrengender, als 10 Stunden auf egal welcher Bühne zu stehen. Also Hut ab, was ihr leistet. Mir fällt es tatsächlich schwerer. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Vielleicht kommt sie auch wieder. Schauen wir mal, was 2021 bringt. Aber auf der Bühne und beim Moderieren und beim Sprechen fühle ich mich tatsächlich doch noch ein Stückchen wohler. Aber es ist ja schön, wenn man beides kann. Absolut, ja, also war ganz toll, in diese Welt hineinzuschnuppern. Ja, aber jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wer die Gewinnerin ist. Wer ist unser Model of the Year? Es ist eine Frau, die wirklich in aller Munde ist und auch in allen Zeitungen. Model of the Year ist Nadine Mirada. Und sie tritt damit in sehr prominente Fußstapfen. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Jennifer Lopez und eben Nadine Mirada. In 180 Ländern war Nadine Mirada Kampagnengesicht von Guess und das 4-mal. Und damit trat sie in die Fußstapfen von vielen internationalen Modeikonen. Für mich ist Nadine Mirada nicht oder keine Ikone, weil sie von Cannes nach Los Angeles fliegt, von Paris nach Mailand nach New York oder weil sie tolle Kampagnen hat wie von Khloe Kardashians Jeansmarke und viele prestigeträchtige Marken weltweit. Sie ist für mich eine Ikone, weil sie trotz des Jetsets bei sich geblieben ist. Ich begleite Nadine schon seit Beginn an. Ich habe schon ihre erste Covergeschichte der größten österreichischen Tageszeitung, Corona-Zeitung, geschrieben und obwohl sie diese großartigen Kampagnen hat, tolle Kunden und um die Welt chattet, ist sie immer geblieben, wie sie ist. Ihr Leben und ihr Weg haben sich völlig verändert, sie aber nicht. Nadine Mirada hat nicht nur schöne Kurven, sondern ein noch schöneres Herz. Sie ist herrlich ehrlich, unfassbar charmant. Sie ist überraschend bodenständig und dankbar geblieben. Sie ist wunderbar, unkompliziert, unprätentiös und trotzdem wunderbar glamourös. Ihr wunderschöner Charakter verleiht ihrer noch wunderschöneren Hülle diese einzigartige Aura, die ich bei ganz, ganz vielen Stars und Sternchen vermisse. Nadine Mirada ist für mich mehr als ein international erfolgreiches Model. Nadine Mirada ist für viele ein Vorbild, für mich eine Heldin und zu Recht Model of the Year. We'll be right back.
Danke. Danke, Sasa. Danke für diese wunderschönen Worte, die du an mich gerichtet hast. Jeder, der mich kennt, weiß, sprachlos bin ich ganz, ganz selten, dass ich ausgerechnet in meiner Herzensstadt Wien diesen Award an mich nehmen darf. Es war wirklich ein sehr, sehr langer Weg mit vielen Ups und Downs, aber von Tag zu Tag mehr Ups. Ich bin wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch und habe nie aufgegeben. Als ich mit dem Modeln begonnen habe, wollte mich absolut keine einzige Agentur auf dieser Welt haben. Zu klein, zu dick, zu dünn, zu dicke Augenbrauen. Ich habe einfach noch nie in die klassische Kategorie eines Models, wie man sich das vorstellt, gepasst. Dennoch habe ich mir das Ziel gesetzt und habe dieses dann schlussendlich auch erreicht. Und ich denke, das ist wirklich meine ganz persönliche Hollywood-Story, meine Dream-Come-True-Disney-Geschichte. Und ich bin mehr als dankbar dafür, dass das so gut geklappt hat. Und es hat wirklich nur so gut geklappt, da ich viele Unterstützer auf diesem Weg hatte, sei es eine Journalistin wie Sasa oder meine Mama. Egal wie weit weg das ich war auf der Welt, sie war immer bei jedem einzelnen Schritt mit dabei, hat mir alles mitgegeben, was ich für diesen Weg gebraucht habe und brauche. Und für mich ist ein Ziel erst dann erreicht, wenn ich es mit meinen Liebsten teilen kann. Danke auch an meine Mama und Familie. Also ein besonderes Danke an meine Mama und an meine ganze Familie. Und heute stehe ich hier als die Frau, die sich ihren Traum erfüllt hat, sich selbst treu geblieben ist, authentisch ist. Und ich nehme diesen Award für alle an, die sich entschieden haben, in keine Schublade zu passen, einzigartig zu sein und auch einzigartig bleiben wollen. Danke. Nadine, was für wunderschöne, inspirierende Worte. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Award. Kannst du uns noch ein bisschen verraten, was deine Pläne für die Zukunft sind? Was können wir von dir erwarten in den nächsten Monaten oder Jahren? In den nächsten Monaten heißt es trotz Corona reisen, 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 so gut es eben geht. Nächstes Jahr 2021 werde ich wieder vermehrt in Amerika sein. Ich freue mich aber sehr, dass ich dieses Jahr mehr in meiner Heimat Österreich sein durfte, auch bei meiner Familie, und habe das auch mal sehr genossen. Nach so viel Schönheit hier bei uns auf der Bühne geht es jetzt mindestens genauso glamourös weiter, denn jetzt kommen wir zu den Menschen, die uns eigentlich erst so schön machen für die Kamera. Die Make-up Artist of the Year. Ja, Make-up Artist ist ein richtiges Handwerk. Man braucht eine sehr ruhige Hand, ein geschultes Auge und vor allem braucht man natürlich sehr viel Kreativität. Und ich vergleiche Visagisten sehr gerne mit Künstlern, mit Malern, die auf einer weißen Leinwand malen, weil auch als Visagist muss man genau die richtigen Farben kombinieren, an genau den richtigen Stellen auftragen und auch die richtige Menge benutzen, um am Ende ein komplettes, wunderschönes Gesamtkunstwerk zu gestalten. Und um die Visagisten und die Make-up Artist of the Year zu küren, haben wir uns natürlich jemanden ganz Besonderes ausgesucht, die auch die Welt des Make-ups absolut liebt und lebt. Und das sieht man natürlich auch auf den ersten Blick. Sie ist nicht nur DJ und Modedesignerin und Moderatorin, sie ist auch Österreichs bekannteste Drag Queen. Hier bei mir ist Tamara Mascara. Hallo. Hallo, servus. Vielen, vielen Dank. Magst du uns kurz erzählen, wie ist denn bei dir die Leidenschaft für Make-up entstanden? Also das war eigentlich ganz easy. Ich habe angefangen auszugehen, so mit 15, 16 herum, und bin da total gerne in die Gothic-Szene gegangen. Und das hat mich halt einfach fasziniert, so dieses Düstere und smoky eyes und dunkle Lippen und weißer Teint. Und so habe ich begonnen, mich zu schminken und habe sozusagen einfach mit den Sachen, die ich gefunden habe irgendwie und die ich mir leisten konnte, angefangen Make-up zu machen und immer mehr und immer ausdrucksstärker, bis ich dann sozusagen zu dem Punkt gekommen bin, wo ich als Drag Queen aufgetreten bin und gearbeitet habe. Und jetzt ist Make-up ganz einfach ein essentieller Bestandteil meiner Kunst und meiner Arbeit. Das ist toll, aber du machst es ja auch mit so einer Leidenschaft. Man sieht dir das wirklich an. Jedes Mal, wenn man dich sieht, bist du eine wahre Erscheinung. Vielen, vielen Dank. Ja, du arbeitest aber sicher auch oft mit Visagisten und wir sind ja jetzt sehr gespannt, wer ist denn der Make-up Artist of the Year? Vielleicht kannst du uns das verraten. Sehr, sehr gerne.
Die Art, wie wir unser Haar tragen, wie wir unsere Kleidungsstücke auswählen und zusammenstellen, uns schminken, das alles ist Styling. Ein Thema, das fälschlicherweise von vielen als oberflächlich abgetan wird. Aber Styling und Mode und natürlich auch Make-up sind immer ein tiefer Ausdruck der Umstände, in der eine Gesellschaft lebt. Heute leben wir in einer Zeit, in der unsere Gesichter als Ausdruck unserer Mode und unseres Stylings so wichtig sind wie wahrscheinlich nie zuvor. Durch Videotelefonie, Selfies und die endlose Selbstdarstellung auf Plattformen wie Instagram wurde die Gestaltung unseres Gesichts zu der wahrscheinlich wichtigsten Ausdrucksform überhaupt. Make-up wurde dadurch zu einer gefeierten Kunstform und zu einem Billiardengeschäft. Vor circa 7 Jahren habe ich für eine TV-Produktion Styling und Make-up gemacht. Und leider habe ich dann ein anderes Jobangebot bekommen und habe mich dafür entscheiden müssen, den TV-Produktionsjob an eine junge, talentierte Visagistin weiterzugeben. Heute ist die Liste ihrer Kunden lang und mit Glamour nur so vollgestopft. Chanel, Ritz-Carlton, Louis Vuitton, Vogue sind nur einige der klingenden Namen. Ihre ersten Schritte mit Make-up machte sie in ihrer Zeit als Friseurin. Aber bald waren ihr die alltäglichen Looks, die sie dort schminken konnte, ganz einfach zu wenig. Sie brauchte ein Ventil, um ihre kreativen Ideen erblühen zu lassen. Und dafür war die Arbeit als Make-up-Artistin perfekt. Sie selbst sagt, eine Make-up-Artistin zu sein, ist für sie mehr als nur ein Job, sondern eine Passion. Und ganz ehrlich, schauen Sie mich an. Ich könnte ihr niemals widersprechen. Make-up Artist of the Year 2020 ist Sabine Reiter. Sabine hat es heute leider nicht rechtzeitig zu uns geschafft, aber sie hat uns dafür eine wundervolle Videobotschaft geschickt, die wir uns jetzt gerne zusammen anschauen. Vielen, vielen Dank für den Preis. Ich freue mich sehr. Und vor allem, es freut mich auch wirklich sehr, dass Tamara Mascara ihn mir überreicht, weil sie war eigentlich die erste Person, die ich in Wien kennengelernt habe, als ich von Oberösterreich hierher gezogen bin. Und damit hat sie eine Welt für mich geöffnet. Ich möchte auch Danke an meine Eltern sagen, die haben mich immer von Anfang an unterstützt, dass ich in die Stadt gehe, dass ich meine Träume verwirkliche, dass ich mich ausdrücke, so wie ich das möchte, und da bin ich von tiefem Herzen dankbar dafür. Ja, danke für den Preis, für die Anerkennung. Es ist schön, für seine Kreativität Anerkennung zu bekommen. Danke. So eine schöne Videobotschaft von einer unglaublich glücklichen Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch nochmal, liebe Sabine. Ja, wir kommen auch direkt schon zu unserer nächsten Kategorie, Designer of the Year. Designer stecken ja immer voller Schöpferkraft und könnten die schönsten Kreationen für unsere Körper designen. Aber oft ziehen wir Kleider an und wissen gar nicht, wie viel Arbeit von der ersten Skizze über den Entwurf, vom Prototyp bis zum fertigen Kleid dahinter steckt. Und heute mit dieser Kategorie Designer of the Year wollen wir genau diese Arbeit und diese Energie wertschätzen und würdigen. Und wer könnte besser die Laudatio für diese wundervolle Kategorie halten als eine Frau, die sich unglaublich gut mit Red Carpets auskennt und vor allem mit Hollywood Red Carpets. Ich glaube, es gibt in Österreich niemanden, der schon an so vielen Hollywood Red Carpets gestanden ist. Sie ist Österreichs einzige Journalistin, die wir in LA haben, Elisabeth Sereda. Hallo, herzlich willkommen. Du, sag mal, du hast uns ja auch schon in einem Buch, du bist auch Autorin, erzählt so ein bisschen über Backstage-Geschichten von Hollywood und wie das Leben da so abläuft. Gibt es dieses Jahr denn vielleicht von dir ein neues Buch oder hat momentan Hollywood gar keine wirklichen Geschichten, die man so erzählen kann? Hollywood hat immer Geschichten. Mein nächstes Buch ist allerdings ein Roman. Aber Geschichten, die man derzeit erzählen kann über Hollywood, finden leider alle in diesem Covid-Bubble statt, weil Produktionen nur noch
so funktionieren. Also sehr glamourös wird es heuer nicht zugehen und wahrscheinlich auch keine Red Carpets geben. Aber wir hoffen dann drauf, dass wir ein Jahr später uns doppelt bemühen können. Ja, und hoffentlich im nächsten Jahr gibt es ja dann wieder wunderschöne Roben. Vielleicht, ich bin schon ganz gespannt, kannst du uns jetzt verraten, wer Designer of the Year hier bei uns bei den Vienna Awards geworden ist? Almost 25 years ago, she took a leap of faith and opened her own store in the heart of Vienna. It takes a lot of talent and even more perseverance to succeed as a designer and a small business owner. She has both. Luckily for us, she was born in Austria and we have easy access to her creations. If she were born in Paris or New York, she would be Zac Posen, at least. In fact, when I wore one of her gowns to the Oscars, Zac stopped me and wanted to know who the designer was. He was impressed. I have worn her incredible gowns to numerous Golden Globes, where one year she also dressed much more famous women like How to Get Away with Murder star Asia Naomi King. Octavia Spencer wanted her phone number. And Angelina Jolie wanted the dress that I wore to an interview. Lucky for me, she is way too thin to fit into it and I got to keep it. I have known her for almost as long as she's had her shop. What defines her is her never-ending enthusiasm to come up with new ideas. In this difficult and strange year that we're living through right now, she turned necessity into invention and created the No Mask shirt. It flew off the shelves. She possesses the rarest of qualities, impeccable talent combined with attention to detail and an instinct that never fails her. She graduated from Herbstkolleg, but she is self-taught as well, and that is what makes her so unique. It is no accident that she has a degree in art therapy. Her designs are truly wearable art. And when I need therapy, I visit her store and take a visual journey through the multiple colors, materials, cuts, and feathers. It is my honor and my privilege to present the Designer of the Year Award to Michael Meyer. Yeah. Thank you, Elisabeth. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So eine berührende Rede. Ich freue mich riesig und ich habe es auch nicht erwartet, in diesem Jahr, in dieser sehr herausfordernden Zeit, so einen Preis zu bekommen. Macht das Jahr gleich viel besser. Und ich möchte mich nur ganz kurz bedanken bei meinem Team. Ohne dem Team würde ich nicht hier stehen. Und bei meinen Freunden, bei meiner Familie und natürlich bei meinen vielen Kundinnen, die ganz treu in diesem Jahr zu uns gestanden haben. Danke. Sag mal, Designer of the Year, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist ja ein Titel, der, finde ich, wirklich sehr gut zu dir passt. Wann und wie hast du denn erfahren, dass du diese Auszeichnung bekommst und was hast du dir als allererstes gedacht? Was war dein erster Gedanke? Mein erster Gedanke war, wow, weil ich habe doch schon einige Shows hier gemacht. Ich habe mir gedacht, wow, Designer of the Year ist schon eine tolle Auszeichnung. Und ich habe sicher schon ein paar Auszeichnungen, aber ich muss sagen, Designer of the Year ist schon was ganz Besonderes. Ja. Und ich freue mich riesig, ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr über diese Rede. Elisabeth, es war ganz toll. Ganz toll. Du hast ihn auch sehr verdient, diesen Preis. Du hast ja bei den Vienna Awards schon einmal mit einer Modenschau den Laufsteg zum Glühen gebracht. Ja. Und heute, zweimal. Zweimal, ja, dann ist es heute schon das dritte Mal, dass wir eine wundervolle Modenschau von dir sehen werden. Kannst du uns ein bisschen was über die Kollektion verraten? Was wir also es wird eine Abendkollektion sein, also dafür bin ich auch in erster Linie, glaube ich, bekannt. Aber sie ist, da sie doch irgendwie beim ersten Lockdown entstanden ist, doch ein bisschen reduzierter, ein bisschen, sagen wir, nicht unbedingt simpel, aber es ist doch ein bisschen mehr down to earth, es ist ein bisschen braver, ruhiger, es ist etwas weicher von der Linie, es sind irgendwie fließendere Materialien, es ist nicht diese große Robe, die man jetzt erwarten würde, mit der man auf den Opernball geht, sondern eher so diese, sagen wir mal, Kleider, Abendkleider, die man theoretisch auch zu Hause tragen könnte. Oh wow, also das klingt super spannend. Quasi eine Kollektion, die auch so ein bisschen an die Zeiten, die wir gerade haben, angepasst ist. Ja, es ist einfach eine sensitive Zeit und ich habe das Gefühl, das muss auch in der Mode widerspiegeln. Es muss schon irgendwo auch diese Materialität, also dieses Fließende, dieses Weiche, diese Leichtigkeit, nach der wir uns jetzt sehnen auch irgendwo,
habe das Gefühl, auch mit Farben, dass das schon irgendwie Thema ist und dass man das versucht, also ich versuche das zumindest einzufangen. Oh wow, nein, jetzt bin ich super gespannt auf Abendkleider, die man auch zu Hause tragen könnte. Ja. Ich glaube, wir steigen direkt ein in die Modenschau von Michael Mayer. Und nun kommen wir auch schon zur nächsten Kategorie, zum Stylist of the Year. Ich finde diese Kategorie bei den Vienna Awards so wichtig, weil es sind oft unglaublich talentierte Menschen, die aber im Verborgenen arbeiten und die man oft gar nicht so mitbekommt, die aber für einen Job, gerade zum Beispiel für ein Modeshooting, unglaublich wichtig sind, weil es sind die Menschen, die neue Looks kreieren, die neue Kombinationswege finden und die uns auch täglich inspirieren. Und natürlich habe ich mir für die Kategorie als Laudator auch einen ganz besonderen Vollprofi auf seinem Gebiet eingeladen, Yochai Mevorach. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist ja ein Vollprofi, was Haare betrifft, aber du setzt dich ja auch noch weitergehend ein für soziale Dinge. Magst du uns ein bisschen was erzählen über dein Engagement im Verein Hafi? Absolut, ja. Der Hafe war ganz wichtig, um eigentlich den Danke an die Gesellschaft zu sagen. Das ist einfach ein großes Ziel gewesen in meinem Leben, weil ich alles bekommen habe und ich will das weitergeben und auch anderen Menschen die Chance geben, um etwas Gutes zu tun damit. Die Kinder sind voll wichtig und sie sind abhängig von ihren Eltern in dieser schweren Zeit. Ja, diese problematische Zeit, viele keine Zeit hatte, um eine Perücke zu finden. Perücke ist unleistbar, so eine echte Perücke, die wirklich gut aussieht für die Kinder, das ist einfach unleistbar. Und da kommt die Harfe und nicht nur die Harfe, all die Spender und Spenderinnen, die alles machen, um das alles machen, das zu verwirklichen. Können wir viele Kinder mit echter Perücke Freude geben, hoffentlich. Man muss vielleicht dazu sagen, ihr sammelt Haarspenden für Kinder, die durch eine Krebstherapie ihre Haare verlieren. Und die bekommen dann von euch kostenlos eine echte Haarperücke, dass sie quasi wieder schöne Haare haben und sich schön fühlen. Ganz genau, ja. Es sind viele Leute, die sehr engagiert sind und nicht nur die Spenderinnen und Spender, aber auch die Friseure. Es sind 130 Friseursalons in ganz Österreich und auch in anderen Ländern, die unser Projekt unterstützen. Und das ist ganz toll. Sie schneiden meistens auch kostenlos die Haare bei den Spenderinnen und Spender. Und sie schicken die Haare zu uns, die Haare gehen in Bearbeitung und eine wunderschöne Perücke kommt raus. Das ist toll. Also ich finde es immer schön, wenn man so erfolgreich ist in seinem Beruf, dass man auch was zurückgibt. Bitte weiter so. Aber wir sind ja jetzt auch hier, weil wir den Stylist of the Year küren wollen. Vielleicht kannst du uns ja schon verraten, wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Wir sind schon ganz gespannt. Those times are not easy, as everyone knows. Nothing is for granted. And that's why it's even more special being here today.
There's a place in Vienna, an agency that lets a lot of people taking their creativity out. That place calls Making Off. Lots of stylists, makeup artists, and hairdressers came out of that place. To be a good stylist, you need to have many things. You have to understand the history, decades and centuries. You have to understand about light, spaces, about colors, to combine the things together, and of course the comfort of every designer and his individuality. When you are a good stylist and you have all of it, you can do a good job. And the winner of the Vienna Award has more than that. The stylist of the year 2020 is Nadine Gurtner. Danke Jochai, danke Barbara. Ich möchte mich ganz kurz bei meiner Familie bedanken, vor allem bei meiner Mutter, weil sie mich immer unterstützt hat, als ich den verrückten Traum hatte, in die Mode zu gehen. Ja, und bei meiner Agentur möchte ich mich auch sehr gerne bedanken bei Making Off, bei Martina Czerny. Wie gehst du denn an so einen Job ran, an so einen Styling-Job? Denkst du oft, was würde ich selbst gern tragen oder schaust du dir die Person an, die das dann tragen soll? Wie kann man sich das vorstellen, deine Art zu arbeiten oder wie wirst du da inspiriert? Also ich finde es ganz wichtig, auf die andere Person einzugehen, was der anderen Person steht, auch auf den Kunden einzugehen, was er sich wünscht, was die Marke am besten repräsentiert. Also ich mache auch viel Werbung, da muss man auf ganz andere Dinge achten als zum Beispiel im Fashion-Bereich. Das muss man wissen, da muss man drauf achten. Und ansonsten versuche ich auch immer natürlich ein bisschen die aktuellen Trends einzubauen. Ist auch wichtig, dass man da up to date ist. Genau. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Award. Wirklich eine sehr verdiente Gewinnerin. Ja, vielen Dank. Wir sind auch schon bei der Halbzeit angelangt und sind gerade jetzt bei einer Kategorie, die eine meiner Lieblingskategorien ist, der Photographer of the Year. Fotografieren ist ja sehr viel mehr als einfach nur auf einen Auslöserknopf zu drücken. Fotografen verstehen es wirklich, ein Bild mit Licht zu malen und schaffen es irgendwie, alles und jeden genau ins rechte Licht zu rücken. Und dann, was ich als Model besonders in meinen vielen Jahren gelernt habe, ist, es ist super wichtig, dass Fotografen und Models eine Verbindung aufbauen. Und es kann nicht jeder ein perfektes Foto machen. Es gibt nur ganz wenige Fotografen, die genau im richtigen Moment die richtigen Emotionen erwischen und genau dann auf den Auslöserknopf drücken, wenn die Stimmung passt. Und unsere Gewinnerin bei dem Photographer of the Year, sie ist so ein unglaubliches, super Talent in ihrem Bereich. Bevor wir zur Gewinnerin kommen, haben wir aber noch einen Laudator, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte, wobei er eigentlich gar keiner Vorstellung bedarf, denn ihn kennt, glaube ich, sowieso jeder. Er ist eine Stilikone, er ist Modeschöpfer, er ist ein Mensch mit wahren, echten Werten und vor allem hat er ein unglaubliches Gespür für den Zeitgeist. Mit seinen unglaublichen, einzigartigen Kreationen prägt er die Modewelt schon seit Jahrzehnten und ist einer seiner größten in seiner Branche. Ich selbst habe auch schon für ihn arbeiten dürfen. Ich bin in Paris bei einer seiner Modenschauen mitgelaufen und mich hat nicht nur begeistert, was er für eine unglaubliche, inspirierende Art hat und welches tolles Talent er hat, neue Kreationen zu schaffen, sondern vor allem mit welcher Warmherzigkeit und mit welcher Menschlichkeit er auch an seine Arbeit geht und welches tolle Gefühl er jedem im Team gibt. Ja, ich hätte mich wahnsinnig gefreut, ihn heute hier wieder zu sehen. Leider ist er heute nicht bei uns, weil natürlich in Zeiten von Corona es auch oft sicherer ist, nicht zu fliegen. Aber wir haben eine wundervolle Videobotschaft von ihm bekommen. Hier ist das Video von dem wunderbaren, einzigartigen, unvergleichlichen Wolfgang Job. Hallo, liebe Inge. Herzlichen Glückwunsch zum Photographer of the Year Award. Ja, dieser Preis, der hätte jedes Jahr kommen können, weil jedes Jahr hast du totale super Sachen gemacht. Und ich erinnere ja nur, in so vielen Gesprächen haben wir uns lustig gemacht über die Newtons, die Avedons, die
Ja, Sorrentis, all die großen Namen, Lindbergh nicht zu vergessen, mit denen es Job, Ausrufungszeichen, probierte, bis wir dann endlich dich trafen für das Wunderkind, haben wir uns ein Wunderkind geholt und das warst du. Vielen, vielen Dank nochmal für all die Jahre und die wunderbaren Ergebnisse. Man konnte sich immer, immer sicher sein, dass das Beste noch möglich ist. Bis bald. So, bevor ich die Gewinnerin von unserem Kategorie Photographer of the Year nun zu mir bitten darf, lassen wir uns erst noch ein bisschen von ihrer Arbeit inspirieren. Danke vielmals. Danke an die Jury, danke an die Vienna Awards und an alle, die mich gewählt haben. Ich habe eine Riesenfreude damit und bin mächtig stolz. Danke. Liebe Inge, es kann ja nicht jeder behaupten, eine Laudatio von einem so unglaublich tollen Mann wie Wolfgang Job zu bekommen. Und man merkt, euch verbindet irgendwie was ganz Großartiges. Kannst du uns ein bisschen über eure Beziehung berichten? Ja, es ist ja schon eine, jetzt darf ich schon stolz sagen, eine langjährige Beziehung. Wir sind uns schon sehr viel, also wir haben schon viele Tops und Flops miteinander erlebt und auch viele Pannen. Und wie er im Video sagt, wir haben uns zwar nicht über die großen Fotografen lustig gemacht, aber wir hatten schon oft sehr lustig, wenn er mir erzählt hat, wie er mit denen gearbeitet hat. Und das freut mich wahnsinnig und macht mich natürlich sehr stolz, dass er immer wieder zu mir zurückgekommen ist und dass ich schon so viele Kampagnen für ihn fotografieren habe dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes. Das ist mein kleines Guckloch in die ganz große, weite Welt der Fotografie und der Designer auch. Ja, du hast ja schon viele, viele Jahre Erfahrung. Gibt es denn manchmal an dem Set irgendwas, was dich noch überrascht und dich herausfordert, oder hast du eigentlich schon alles gesehen und dich überrascht nichts mehr? Nein, ganz im Gegenteil. Also bei der Fotografie ist es, mit jedem neuen Model, mit jedem neuen Gesicht kommen neue Herausforderungen. Also da lernt man nie aus. Es gibt immer Situationen, die man noch nie im Leben erlebt hat, auch als schon lange in dem Business, und es gibt auch immer Pannen. Also ich glaube, in dem Moment, wo man nicht mehr dazulernt, ist man tot. Liebe Inge, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich finde es sehr, sehr schön, gerade in Zeiten wie diesen, die sehr schwierig sind, dass wir so lebensfrohe und positive Menschen wie dich haben, die uns jetzt gerade bei dem Vienna Award so einen kleinen Lichtblick geben und uns den Alltag vergessen lassen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja. Danke vielmals noch einmal. Es ist wirklich ein großer Lichtblick in Zeiten wie diesen, also etwas Positives. Ich freue mich sehr. Danke noch einmal. Wir sind beim Hairstylist of the Year. Was eine perfekt sitzende Frisur ausmachen kann, das glaube ich, weiß jede Frau und wahrscheinlich auch jeder Mann zu Hause. Es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man aus dem Friseurladen rauskommt und jedes Haar sitzt genau da, wo es soll, und die Frisur ist einfach perfekt. Ich finde immer, man geht mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit erhobenem Haupt und viel glücklicher und fröhlicher in die Welt hinaus, wenn man weiß, die Frisur sitzt. Und es machen eben nicht nur Kleiderleute, sondern auch Haare. Und wenn ich jetzt sage, ich bin froh, dass ich euch habe, dann meine ich tatsächlich damit nicht meine Haare, sondern ich meine die Hairstylisten, die oft in unermüdlichem Einsatz, in stundenlanger Arbeit sich durch einen Haardschungel kämpfen und nicht aufgeben, bevor die Frisur perfekt sitzt und jedes Haar an seiner Stelle ist. Und die Laudatorin, die wir für diese Kategorie ausgewählt haben, die kann, glaube ich, auch bestätigen, wie wichtig die perfekte Frisur ist. Denn als Schauspielerin sitzt sie oft auch viele Stunden in der Maske und weiß, wie wichtig das ist, dass die Frisur auch zu dem Charakter passt, den sie dann vor der Kamera oder auf der Bühne darstellen soll. Bitte begrüßen Sie mit mir Christina Sprenger.
Gibt es denn irgendeine Frisur, die du da gern tragen würdest in einem Film mal? Naja, ich habe als Kind immer schon von Haaren, solche Haare wie du sie hast, liebe Barbara, geträumt. Ich habe eher die feine Kurzhaarnummer. Von daher würde ich sagen, da würde ich eher auf Perücken zurückgreifen. Die sind ja auch ganz praktisch und müssen ja auch gestylt werden. Da sind wir schon beim Thema. Der Hairstylist, der diesjährige, kommt von Bundi Bundi. Eine wunderbare Institution, muss man sagen, Wiener Institution. Und ganz ehrlich, es ist ja wirklich so, der Friseur, die Friseurin, die wissen alles über uns. Die sind unsere Vertrauten. Lebensabschnitte beginnen oft mit einer neuen Frisur. Natürlich, ob kurz, ob lang, ich habe da auch schon genug ausprobiert. Und das Vertrauen, das man da hineinsetzt, das ist wirklich sehr, sehr groß. Ich habe sogar die Vermutung, dass es viele Menschen gibt, die mehr Lebenspartner hatten als wie Friseurinnen oder Friseure. Also man wechselt wahrscheinlich hier und da öfters die Freundin oder den Freund als den Stylisten und das nicht ohne Grund. Das ist wirklich eine Vertrauensbasis, die da vorhanden sein muss und von daher ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Position. Und der diesjährige Preisträger, der weiß, was er kann und wie er alles leisten kann. Seit über 40 Jahren ist er schon im Beruf, über 20 Jahre schon bei Bundi und Bundi. Er gehört dazu. Er ist in dieser Institution wirklich verhaftet und man kann sich eigentlich Bundi Bundi ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Der Preis, der Vienna Fashion Award für das Hairstyling geht an Gerhard Kopfer. Ich hätte nie gerechnet damit, einmal so einen tollen Preis zu bekommen und bin natürlich sehr, sehr stolz darauf. Und ja, mein Leben bestimmen im Prinzip die Haare. Schon als Kind habe ich Haare frisiert und das, ja, bis heute tue ich das wahnsinnig gerne. Und nicht nur die Haare interessieren mich, sondern natürlich auch der Mensch, der diese Haare trägt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand, der dann meine Kreationen am Kopf hat, glücklich ist damit. Das ist für mich der beste Erfolg. Und egal, ob das die Kundin jetzt im Salon ist, ob das ein Model auf der Modenschau ist oder eine Künstlerin, die ich mit der Frisur unterstützen kann, es macht mich einfach irrsinnig stolz, arbeiten zu können. Und so gut arbeiten zu können anscheinend. Danke sagen möchte ich natürlich auch dem Haus, in dem ich jetzt seit 23 Jahren arbeite. Und Hans Bundi vor allem, Georg Bundi, der wie ein väterlicher Freund in der Zwischenzeit geworden ist für mich. Und natürlich auch Bio Bundi, weil sie einfach in das Traditionshaus neuen Elan hineinbringt. Und aber auch mir persönlich die Freiheit gibt, mich kreativ zu entfalten. Vielen, vielen Dank und herzlichen gerne. Glückwunsch nochmal zu dem Award. Dankeschön. Sehr verdient gewonnen. Ja, ich liebe ihn. Und nun kommen wir zu einer Highlight-Kategorie, dem Style Icon of the Year. Diese Auszeichnung wird ganz besonderen Persönlichkeiten verliehen, die uns mit ihrem Einsatz und vor allem auch mit ihrem Lebenswerk nicht nur inspirieren, sondern auch begeistern und mitreißen. Die Liste der bisherigen Preisträger ist lang und kann sich echt sehen lassen. Wolfgang Job, Iris Apfel, Coco Rocha, Bare Faeli, Carolina Kurkova, Tatjana Patitz, Kira Sunshine Chaplin, Adriana Carambeau. Das ist eine unglaublich spannende Liste mit Menschen, die einen begeistern. Und auch dieses Jahr haben wir eine ganz wundervolle Persönlichkeit, die Style Icon of the Year wird. Sie begeistert uns nicht nur mit Feuer und Leidenschaft, sondern sie schafft es mit ihrem Talent und ihren Kreationen auch Menschen für Mode zu begeistern und einfach mitzureißen. Sie schreibt eine österreichische Erfolgsstory, die mittlerweile schon lang über die Landesgrenzen hinaus erzählt wird und die hoffentlich, oder ich bin mir sehr sicher, auch noch sehr lange andauern wird. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die Style Icon of the Year präsentieren darf.
Marina Hörmann-Zeder. Marina kann heute leider nicht bei uns sein, aber ich glaube, sie hat den schönsten Grund von allen. Sie ist nämlich vor ein paar Tagen Mami geworden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Marina, an dieser Stelle von uns natürlich auch noch. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns noch ein wirklich sehr schönes Video zu schicken. Film ab! Hallo ihr Lieben, ich schicke euch ein ganz dickes Wussi aus Berlin. Meine eigene private kleine Trophäe habe ich ja schon in Form meines kleinen Babys. Und jetzt warte ich sehnsüchtig auch noch auf den Vienna Award. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ich den Style Icon of the Year bekommen habe. Und was mir besonders viel wert ist und besonders viel bedeutet, ist nochmal dieser extra Zusatz Female Empowerment. Weil einfach diese Anerkennung zu bekommen, gerade von meiner Heimatstadt Wien, ist für mich als Frau ganz wichtig, weil es ist nicht selbstverständlich, was wir alles gefühlt nebenbei alles managen und wuppen und machen. Deswegen vielen Dank für diese enorme Wertschätzung und ich hoffe, nächstes Jahr auch wieder persönlich bei den Vienna Awards sein zu können. Mua! Und obwohl Marina heute nicht persönlich bei uns sein kann, hat sie uns ein kleines Geschenk mitgebracht. Denn wir dürfen heute eine wundervolle Modenschau mit ihren atemberaubenden Kreationen bewundern. Und ich glaube, wir verlieren gar nicht jetzt viel mehr Zeit, sondern schauen Sie uns direkt an. Genießen Sie mit mir die Modenschau von Marina Hörmann-Zeder. Sit down.
Für das große Finale der Vienna Awards bin ich nochmal extra in ein ganz besonderes Outfit geschlüpft, und zwar in ein Kleid der wundervollen Michel Meyer, unserer Designerin of the Year. Bei mir sind Birgit Löschenberg und Richard Winter. Herzlich willkommen. Hallo Barbara, danke. Birgit, kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist denn Prestige Deals powered by Fashion TV und wie hängt Fashion TV damit zusammen? Also Prestige Deals ist die E-Commerce-Plattform von Fashion TV, quasi der digitale Teil zusätzlich zum Fernsehen. Und wir haben nichts anderes gemacht, denn besondere Zeiten erfordern besondere Erlebnisse. Und da die Leute ja zurzeit auch nicht in Shopping-Malls gehen können oder auch nicht unterhalten werden können, haben wir gesagt, wir machen nichts anderes wie eine Online-Shopping-Mall. Die Leute werden unterhalten mit DJs, mit Live-Interviews oder zum Beispiel auch mit Behind-the-Scenes, dass die Leute einfach auch sehen, was passiert hinter den Marken, was passiert hinter den Kulissen, und wir so die ganze Welt auch wieder ein bisschen näher zusammenrücken können. Wow, das klingt super spannend. Könnt ihr uns verraten, wenn jetzt jemand schauen möchte, was da so passiert auf eurer Plattform, ab wann geht ihr denn online, Richard? Also wir gehen heute, den 26. November, online und sind schon ganz aufgeregt und nervös, dass alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben und geplant haben. Super. Und kannst du uns noch erzählen, warum seid ihr denn Partner des Vienna Awards? Warum war euch das so wichtig, dass ihr da quasi zum Start eurer Plattform auch mit dabei seid jetzt bei dieser Preisverleihung? Also wir haben gehofft, dass durch unsere Aktion die Fashion-Industrie näher zusammenrückt und dass man so hier auch eine Vision für Designer und für Modeschöpfer einfach verstärken kann und mit unserer Tat und in unseren Aktivitäten dementsprechend die Industrie gestützt wird. Ja, es ist schön, Birgit, es ist für euch wahrscheinlich auch wichtig, als Kunstschaffende im weitesten Sinne oder Kunstunterstützende, dass man jetzt gerade die Modeindustrie nicht fallen lässt, oder? Ja, definitiv. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass insbesondere die kreative Branche auch sehr stark unterstützt wird. Ich meine, sehr viele hängen gerade wirklich in der Luft. Sie machen trotzdem tolle Arbeit. Alle beißen durch, alle halten zusammen. Und ich finde, das gehört einfach unterstützt und gefördert, dass die Leute trotzdem weitermachen können, dass die Kreativbranche weitermachen kann, sei es jetzt die Modebranche oder direkte Artists. Ich finde, dass da einfach alle toll zusammenhalten sollten und das auch super machen, wie es jetzt ist. Ja, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Prestige Deals, bei Fashion TV, dass ihr uns unterstützt, dass ihr das heute hier möglich gemacht habt. Meine Damen und Herren, das waren sie, die Vienna Awards for Fashion and Lifestyle 2020. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Glam Communications und allen mitwirkenden Laudatoren, Preisträgern, dass ihr es geschafft habt, dieses Event heute wirklich stattfinden zu lassen, dass wir zeigen, wir vergessen unsere Künstler und Kunstschaffende nicht, und in diesen Zeiten halten wir alle zusammen. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank auch Ihnen zu Hause fürs Zuschauen, dass Sie bis zum Ende so interessiert dabei geblieben sind, und ich wünsche Ihnen, bitte bleiben Sie kreativ, bleiben Sie mutig und vor allem bleiben Sie gesund.